Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Anstoß 3. Es ist jetzt eine Weile vergangen seit der letzten Folge und ich bin schon fast ein bisschen nervös. Ich muss erstmal wieder reinkommen ins Let's Play. Ich habe ja letzten Wochen nicht so viele Let's Plays hochgeladen. Ich probiere jetzt mal hier einen anderen Codec aus. Ich hoffe mal, dass die Audio-Video-Asynchronitäten jetzt mal weggehen. Ja, ansonsten hatte ich wieder andere technische Probleme und da jetzt in aller Breite drüber zu reden, würde euch sicher langweilen. Ich kann nur sagen, ein großes technisches Problem war unter anderem, dass ich heute wieder weiterspielen wollte und plötzlich waren die letzten 9 oder 8 Save Games weg. Also ich mache ja meist für jeden Spieltag einen neuen Spielstand und die waren alle weg. Ich hatte schon gedacht, boah, scheiße, ich muss jetzt bei Folge 177 oder so wieder anfangen. Dem ist zum Glück nicht so. Ich habe es in irgendwelchen mit der Suchfunktion die Dateien dann in irgendeinem ganz komischen Ordner gefunden. Ich weiß auch nicht, wie die da hingekommen sind, aber mir war das Herz schon mal einmal in die Hose gerutscht. Und jetzt geht's weiter. Ja, ein guter Zeitpunkt, um wieder weiterzumachen, denn Anstoß 3 hat sich ja als Fußball-Orakel erwiesen, sage ich mal. Ich nehme jetzt hier am 13.05.2014 auf und es ist anderthalb Tage her, da ist der SC Paderborn, den ich hier im Let's Play zum ersten Mal in die erste Fußball-Bundesliga geführt habe, auch in der Realität aufgestiegen. Also als ich die letzte Folge Anstoß 3 hier hochgeladen habe, da war der SCP ja, ich sag mal, so langsam vielleicht auf dem Weg zum Aufstiegskandidaten zu werden, aber der Aufstieg, der war noch meilenweit weg. Und jetzt in der Zwischenzeit, es hat natürlich auch viel von meiner Freizeit, also viel Zeit ist dafür draufgegangen, den SCP in der Realität zu unterstützen. Ich habe viel erlebt in den letzten Wochen und Monaten und deshalb habe ich jetzt auch jede Menge Gesprächsstoff für dieses Let's Play, den ich sicher hier an einer oder anderer Stelle verbraten kann. Aber bevor jetzt alle abschalten, will ich erstmal im Let's Play weitermachen. Ja, das Saisonfinale, was länger auf sich hat warten lassen, wegen diversen technischen Problemen und so weiter. Die Zusammenfassung, der Kontext sieht folgendermaßen aus. 30. Spieltag ist rum. Es wird in diesem Part 4 Spieltage geben, weswegen dieser Part auch länger gehen wird. Ich hatte schon mal eine Aufnahme gemacht, aber die hatte dann nicht funktioniert. Und ja, jetzt so 45 Minuten nochmal neu zu spielen, das hat mich dann damals eher abgeschreckt. Da hatte ich dann keine Lust drauf, weil ja, da war der Frust natürlich groß. Aber jetzt will ich es wagen und gucken wir doch mal, ob wir weiter orakeln können. Klar, wir sind hier schon im Jahr 2023. Aber wer hätte gedacht, dass der SC Paderborn selbst im Jahr 2023 in der Fußball-Bundesliga spielt? Deswegen, ich kann es noch nicht so ganz glauben, was da vorgestern passiert ist. Jetzt gucken wir mal, ob wir Deutscher Meister werden können. Bayern München ist hier nämlich auf Platz 1. Die sind 8 Punkte vor uns, aber es sind halt auch noch 4 Spiele. Von daher, solange es rechnerisch möglich ist, das habe ich auch in echt oft gesagt, dann sollte man auch darauf hoffen. Leverkusen ist auf 2, wir sind auf 3, Dortmund, Stuttgart, Schalke, die jagen uns und unser Ziel ist nach der Euroleague-Qualifikation im letzten Jahr uns für die Champions League zu qualifizieren. Offiziell ist das Saisonziel internationaler Wettbewerb, aber wenn wir eine Chance haben auf die Champions League, dann wollen wir das natürlich auch die Chance beim Schopfe packen. So, jetzt wollen wir doch mal dann loslegen. Verletzung habe ich 2, Jordanov von Goldbach, ich bin sehr gebeutelt von Knorpelschäden im Knie, beide fallen lange aus, 2 wichtige Leute. Und wir spielen jetzt gegen den BVB und es ist bei der letzten Folge, die ich hochgeladen habe, wenn mir da jemand gesagt hätte, dieses Spiel, was ich jetzt hier ansagen werde, Paderborn zu Gast im Signal Iduna Park bei Borussia Dortmund, dass man das wirklich in wenigen Monaten schon in der Realität zu sehen bekommt, ich hätte es nicht geglaubt. Es ist ein ja, lange gehegter Traum, feuchter Traum vielleicht schon, weil das halt so unrealistisch ist. Das ist auch so das Gefühl, was jetzt vorherrscht. Ich war gestern natürlich im Stadion und dann vorgestern und dann natürlich auch bei der Feier in der Stadt. Und das Gefühl, was jetzt überwiegt, ist gar nicht so die Freude, es ist eher das Unverständnis. Man kann nicht verstehen, dass das die Wahrheit ist, dass das kein Traum ist. Und gucken wir mal, ob wir jetzt hier den virtuellen Traum von der Deutschen Meisterschaft weiter träumen können. Wir brauchen 4 Siege und müssen natürlich auch auf einen Patzer von den Bayern hoffen. Manuel Zeitz, den setze ich mal wieder auf die Bank mal eben. Wen nehme ich runter? Den Herrn Schmidt. So, Dortmund, das ist ja jetzt auch ein 6-Punkte-Spiel. Die sind uns auf den Fersen, die sind nur 2 Punkte hinter uns. Können uns überholen, wenn sie gewinnen. Sind uns stärkemäßig auch dezent überlegen.
was ich gerade schon gedacht habe, aus der reellen Aufstiegsmannschaft habe ich hier überhaupt keinen einzigen mehr im Kader. Lediglich Diego Demmert in der Hinrunde für Paderborn gespielt, ist danach RB Leipzig gewechselt. Was aus denen jetzt wird, da bin ich auch mal ganz gespannt, ob die Lizenz bekommen oder nicht. Jetzt hat der Diego sich verzettelt. Ja, was bringe ich denn hier jetzt für eine Ansprache? Das hat der André Breitenreiter, bei dem ich sehr hoffe, dass er auch bei Paderborn bleibt, wohl auch sehr gut drauf. So die Ansprachen, auch in der Halbzeitpause kommt die Mannschaft ja echt immer meist sehr gut raus. Wirkte sehr gefestigt, hat Aue 2-0 geschlagen, gegen Aalen einen frühen Rückstand weggesteckt. Aber was sag ich denn jetzt mal? Ich sag einfach mal das. Also ich habe ein paar Soundchecks und so gemacht. Ich hoffe mal, dass ich jetzt überhaupt noch zu hören bin, dass der Ingame-Sound jetzt hier nicht völlig übersteuert oder viel zu laut wird oder so. Ich hoffe mal, dass das klappt. Die Mannschaft wirkt nicht sehr überzeugt. Ansonsten werde ich jetzt hier während den Spielen lauter. Die Radiokommentatoren, die flippen mir auch immer aus bei Szenen, wo eigentlich gar nichts passiert. 52.000 Zuschauer im Signal Iduna Park. Fast ja, 8.500 Paderborner zu Gast. Platzzustand mittelmäßig. Wir haben die letzten beiden Spiele gewonnen. Dortmund die letzten beiden Spiele verloren. Also, gucken wir, ob wir das so weiter fortführen können. Sven Hannawald tippt 2-3 und ich muss nochmal betonen, das hier ist die Saison 2022-23. Aber in der Saison 2014-15 wird es schon der Realität entsprechen. Jetzt hier in der vierten Minute der direkte Freistoß für den SCP. 21 Meter Torentfernung in Mittelstürmerposition. Spielner läuft an. Linker springt und der Ball ist drin. 1-0, was für ein Traumstart. Aber, Marco Reus nur eine Minute später nach Vorarbeit von Pedro mit dem Ausgleichstreffer. Konnte ich mich noch gar nicht zu Ende freuen, da war der Ausgleich schon im Netz. Jetzt Eckball, Fröhlich, auf Felder, der flankt auf den langen Pfosten. Linker verlässt seinen Kasten, Metzelder köpft ihn rein. Was ist denn hier los? Meine Damen und Herren, Christoph Metzelder mit dem 1-2 in der 8. Minute. Was für ein Start in den nächsten 22 Minuten. Da gab es dann jetzt gar nichts zu sehen. Borussia Dortmund jetzt mit einem Einwurf. Gündogan auf Chubby. Flanke, Kopfball, Reus und der Keeper lenkt den Ball über die Latte. Mal nicht jeder Schuss ein Treffer. Ein Schuss, ein Tor, 0-7. Borussia Dortmund kommt da noch nicht ganz mit, aber die haben mehr Torchancen als wir. Deswegen sollten wir uns jetzt ganz schön am Riemen reißen. Stanton bricht ab. Und da passiert gar nichts und 2 Minuten später Marco Caligiuri mit seinem ersten Saisontor am 31. Spieltag in der 35. Minute. Wir führen 3-1 und bei uns wirklich ein Schuss, ein Tor, 0-7. 3 Schüsse, 3 Tore. Dortmund 5 Schüsse, nur 1 Tor. Wir führen 3-1. Das ist ja auch traumhaft hier, aber Dortmund, die sind halt spielerisch, die erarbeiten sich mehr Chancen als wir. Deswegen sollten wir vorsichtig bleiben. Wir spielen ja auch offensiv, was mir jetzt erst, das habe ich ja schon so oft gesagt, das merke ich immer erst, wenn das Spiel schon läuft, weil das ja eigentlich der taktischen Aufstellung widerspricht, aber damit haben wir Erfolg. Deswegen führen wir das vor. Dortmund kommt offensiv aus der Kabine. Ich wechsle jetzt doch erstmal noch nicht. Stunde rum. Eckball für Dortmund. Von der linken Seite. Son legt sich den Ball zurecht, lächelt kurz in die Kamera, schlägt den Ball nach innen mit Gefühl, aber der Keeper packt sicher zu. Jetzt langsam weiche ich doch mal von der offensiven Ausrichtung ab, spiele nur noch kontrolliert offensiv und wechsle dann auch mal zum ersten Mal. Šaško ist beidfüßig, deswegen kommt er für Terry Feather rein. Fröhlich gegen Son, geht an ihm vorbei. Wir hatten noch keine Torchance in der zweiten Halbzeit, aber Dortmund auch erst eine einzige. Kein Abseits. Pass von Fröhlich auf Ignowski, der stoppt den Ball kurz hinter der 16-Meter-Linie, aber Paulus geht dazwischen, jetzt noch knapp eine Viertelstunde zu spielen. Ich bringe Andy nach Haar für Sinnerbrink. Es wird uns mal wieder 100.000 kosten, dass wir ihn nicht in die Startformation gestellt haben. Aber jetzt Ignowski mit dem 4-1 nach Vorarbeit von Olli Pröhl. Gelbe Karte für einen Spieler, das konnte ich jetzt gar nicht so schnell sehen, wer das war. Und noch 6 Minuten, das Spiel sollte doch jetzt gelaufen sein. Dann bringe ich auch mal den Herrn Hollmann, damit er Spielzeit bekommt. Innenverteidiger wechsle ich ja eigentlich nicht so gerne, aber hier dürfte nichts mehr anbrennen und tatsächlich gewinnen wir mit 4-1 das ja Westfalen-Derby. Manche sagen ja vielleicht, das ist gar kein Derby, aber muss man sich mal vorstellen. Paderborn ist relativ nah an Dortmund dran, da sind vielleicht 100 Kilometer, wenn es hochkommt. Also das ist auf jeden Fall ein Derby, behaupte ich zumindest mal. 200.000 Mark müssen wir hier Strafe zahlen. Das ist jetzt eine englische Woche. Aber 4-1 bei Borussia Dortmund, das lassen wir uns dann nochmal
gefallen, die 200.000 Strafe. Jeder Schuss war drin. Unser Keeper hat gut gehalten. Trotzdem war der Herr Maschela der Mann des Spiels. Verstehe, wer will. Spiel bekommt die Note 3. Hübsch. Und hübsch gemacht haben wir das Spiel hauptsächlich, wobei er Dortmund auch spielerisch gut mitgehalten hat. Tja, gucken wir doch mal auf die anderen Ergebnisse. Jan Regensburg im Abstiegskampf. Die schlagen die Bayern im bayerischen Derby. Regensburg ist doch in Bayern, oder? Bavü? Nein, nicht in Baden-Württemberg. In Bayern. Das Derby geht an die Regensburger. Und das ist schützenhilfevoll für uns. Da kommt der weit entfernte Meisterschaftstraum doch ein paar Meter wieder näher. Köln, ein weiteres Derby. Das rheinische Derby. Sie verlieren es mit 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach. Das hier ist kein Derby. Werder Bremen schlägt Eintracht Frankfurt mit 1:0. Bayer Leverkusen verliert gegen Hansa Rostock mit 2:4. Auch das ist Schützenhilfe für uns. Hoffenheim verliert gegen Kaiserslautern mit 0:3. Wichtige Punkte im Abstiegskampf, in denen Hoffenheim dadurch auch wieder mehr hineingezogen wird. Dortmund verliert 1:4 gegen Paderborn. Der Hamburger SV verliert 0:1 gegen Hertha BSC Berlin. Schalke spielt 0:0 gegen Wolfsburg. Und der FSV Frankfurt verliert 0:1 gegen den VfB Stuttgart. Tja, das bedeutet, wir stehen 5 Punkte hinter den Bayern, was natürlich bei noch 3 verbleibenden Spielen immer noch sehr viel ist. Wir stehen aber nur noch 2 Punkte hinter Bayer Leverkusen. Wir haben das bessere Torverhältnis als Leverkusen. Bayern hat allerdings das Beste. Stuttgart sitzt uns immer noch im Nacken, 2 Punkte hinter uns. Wir haben jetzt aber immerhin schon mal 5 Punkte Polster auf Platz 5, aber Platz 4 ist hier kein Champions League Quali-Platz mehr. Wir müssen, wenn wir in die Champions League wollen, mindestens Dritter werden. Im Abstiegskampf kann Kaiserslautern die Abstiegsränge verlassen. Der FSV Frankfurt fällt auf jene Abstiegsränge. Köln immer noch mit der roten Laterne. Und den Köln, die Kölner sind abgestiegen sogar. Ich wollte gerade rechnen, haben die noch eine Chance? Nee, erst der FC Köln ist abgestiegen, haben ja gerade die zweite Liga-Meisterschale, die ominöse Felge gewonnen. Aber hier im Let's Play geht es für sie wieder herunter. Im Abstiegskampf sind noch, ich sag mal, ab Platz 11 aufwärts kann keiner mehr absteigen, aber Rostock, Hoffenheim, HSV, Lautern, Regensburg und FSV Frankfurt, die machen noch die 2 verbleibenden Abstiegsplätze unter sich aus. Den will natürlich niemand haben. Relegation gibt es hier nicht, von daher ist das eine andere Situation. Der HSV in echt wäre hier abgestiegen mit Platz 16. Bin ich auch mal sehr gespannt, was das so wird mit den Relegationsspielen. HSV gegen Greuther Fürth und Bielefeld gegen Darmstadt. Tja, sind Termine, die ich mir sicher nicht entgehen lasse auf dem Fernsehsessel. Wenn ich, gut, ich gucke meist nicht vom Sessel aus, aber es ist ja egal. Johannes Spillner steht in der Elf des Tages. In dem Kampf um das Torjägerrennen kämpfen hauptsächlich Andreas Hartmann, Konstantinos Fortunis und Daniel Engelbrecht miteinander. In der Scorerliste ist Hartmann weit abgeschlagen vorne. Tja, wir spielen jetzt gegen FSV Frankfurt. Manch einer wird sich vielleicht jetzt auch denken, oh ja, jetzt Paderborn aufgestiegen, jetzt macht er mit seinem Let's Play weiter. Ich habe es ja sowieso schon mehrfach angekündigt gehabt und wenn ich das jetzt nicht als Anlass nehme, ich habe ja den Kanal viel mit Podcasts gefüllt in den letzten Wochen, um den Kanal so ein bisschen über Wasser zu halten. Und ich hätte jetzt auch gerne einen Podcast zum Thema SC Paderborn gemacht, aber dann dachte ich mir, kann ich das Gelaber doch auch hier in ein Let's Play verpacken. Paderborn ist in aller Munde, alle Politiker, Regionalen sonnen sich jetzt im Erfolg des Vereins, was natürlich von vielen angeprangert wird, aber ich sag mal, viele Leute schwingen jetzt so die Keule, oh, das sind ja alles Erfolgsfans, die jetzt ins Stadion rennen, da braucht mir keiner mitkommen. Ich habe gesagt vor dem Spiel am Sonntag, ich war 2008 gegen Kickers Emden und Werder Bremen 2 in der dritten Liga da, ich werde jetzt zu Bayern München und Werder Bremen 1 in die erste Liga gehen, mir braucht keiner was von Erfolgsfan erzählen. Mein einziges Trikot, was ich habe, meistens sind die mir zu teuer, ist von 2007. Das werde ich mit Stolz tragen. Und zu den ganzen Erfolgsfans sage ich auch nur, solange sie Geld mitbringen, solange sie die Kassen des Vereins füllen, dann kommt doch halt ins Stadion. Meine Güte, man muss jetzt da jetzt kein Fass aufmachen. Aber es geht auch jetzt hier virtuell weiter gegen den FSV Frankfurt. Das ist auch eine Mannschaft. Ich bin ja immer ein Freund des Underdogs, den Frankfurter, die waren letztes Jahr sehr gut in der zweiten Liga, als Paderborn im Mittelmaß versumpfte. Da habe ich denen auch die Daumen gedrückt. Ich würde mich auch hier beim Let's Play freuen, wenn die hier in der ersten Liga bleiben würden. Die Underdogs halten ja zusammen. Aber hier Dritter gegen den 17. Da sollten die Verhältnisse klar sein, dass wir hier gewinnen müssen. Es sollte klar sein.
Wir haben gegen Dortmund herausragend gespielt, deswegen ändere ich nichts an der Formation. Nochmal als Erinnerung, in diesem Part werden es 4 Spiele geben, also ich werde die Saison jetzt komplett hier durchziehen, deswegen hoffe ich mal, dass die Aufnahme klappt. Wir sind der Favorit, aber gewonnen ist das Spiel noch lange nicht. Ja, die werden kämpfen, die werden fighten, hat man ja auch in der zweiten Liga gesehen. Oft ja, lässt man Punkte liegen an Stelle, wo man es nicht so erwarten würde. Die Spieler machen einen eher gelangweilten Eindruck. Wir haben 3-mal gewonnen zuletzt. Der FSV hat auch 2 seiner letzten 3 Spiele verloren. Thomas Gottschalk tippt 4-1 für uns. Die Bendler Arena ist ausverkauft. 605 Frankfurter zu Gast. Und ich habe mal wieder nicht den Platz gepflegt. Das sollte ich dann mal machen. Einwurf von Demme auf Ignowski. Der wartet an der Seitenlinie, dreht sich, schießt aufs kurze Eck. Aber der Torhüter Kleinheider hat den Ball. Er stand richtig. Jetzt Kaffenberger in der 15. Minute mit der gelben Karte, obwohl es ein faires Tackling war. Aber tja. Spielner jetzt auf Demme. Demme stürmt auf den Strafraum zu, sieht kein Durchkommen, passt auf Caligiuri. Der hat im letzten Spiel sein erstes Tor geschossen. Jetzt Demme zurück, passt in den Strafraum. Kein Abseits, aber der Linienrichter hebt die Fahne. Zweite Fehlentscheidung, Fragezeichen, aber ist jetzt erstmal wurscht, denn wir gehen in Führung. Oliver Pröhl mit seinem ersten Saisontor. Ja, viele Saisontor-Debütanten hier. Oerning auf links außen. Verwandt mit Michael Oerning, Fragezeichen. Hatte mal den lustigsten Satire-Account von Twitter, aber hat er ja verboten. So, zurück zum Spiel. Fröhlich auf Pröhl, auf Ignowski, aber der Keeper haut ihm den Ball vom Kopf. Feather jetzt mit dem Einwurf auf Ignowski. Stoppt den Ball mit der Brust. Per Fallrückzieher, das kennt man ja von dem rustikalen Ignowski in echt gar nicht. Dem Steger springt der Ball ans Knie und von dort ins Tor. Ja, wenn sie unser Tor nicht treffen, dann treffen sie das eigene. Wir freuen uns darüber. 2-0, das Chancenverhältnis. Und wir haben auch keine einzige Torschance zugelassen. Also Offensive ist wirklich manchmal die beste Defensive. Deswegen lassen wir die Formation auch so. Wobei, wenn ich sehe, dass Metzelder die Note 4,5 hat, muss ich natürlich auch mal die offensive Durchschlagskraft des FSV Frankfurt in Frage stellen. Yannick Oerning sieht die gelbe Karte wegen Meckerns. Jetzt wechsle ich jetzt, aber die Szene gucken wir uns nochmal an. Feather auf Ignowski, der viel Druck macht. Der stoppt den Ball mit dem Fuß, dreht sich, flankt in die Mitte. Hofmann kommt, bedrängt zum Kopfball und köpft ihn durch die Beine. Das Keeper mit seinem 4. Saisontor sorgt er für die Vorentscheidung. Noch knapp 25 Minuten zu spielen, aber das dürfte hier vorbei sein. Metzelder wirkt echt etwas unglücklich, deswegen geben wir dem Herrn Hollmann, dem riesigen Talent, jetzt mal ein bisschen mehr Spielzeit. Die offensive Ausrichtung lassen wir so. Hier dürfte erstmal nichts mehr anbrennen. Šaško kommt für Ignowski. Bei Ignowski finde ich es übrigens sehr schade, dass er Werder Bremen verlässt und zu Eintracht Frankfurt geht. Das ist auch sehr blauäugig von ihm. Ignowski wechselt ja von Bremen nach Frankfurt mit der Begründung, dass er in Bremen seine Lieblingsposition im zentralen Mittelfeld, im defensiven Mittelfeld nicht spielen konnte. Dann wechselt er zu einem Verein, der noch gar keinen Trainer hat. Der weiß doch gar nicht, der Manager wird ihm das doch bestimmt nicht versprechen können, dass er auf der Position spielen wird. Also Iggy, das kann ich nicht verstehen, was du machst. Und ich will natürlich hoffen, dass André Breitenreiter nicht der neue Trainer von Eintracht Frankfurt wird. Das ist jetzt im Moment auch so ein bisschen Stimmungsdämpfer, dass der Herr Breitenreiter so sagt. Es ist schön, dass er sagt, er will keinen anlügen, aber ja, dass man dem jetzt kein klares Bekenntnis entlocken kann, das finde ich schade. Und wir können nur alle hoffen, dass er bei, also das Palermo kam. Das habe ich hier gerade im schwarzen Bild. Hallo? Was ist hier los? Hören Sie mich noch? Ja, ein Fehler im Videotreiber. Aber ich hoffe mal, dass die Aufnahme noch läuft. Ich hatte gerade kurz schwarzen Bildschirm und. Aber zum Glück ist das Spiel nicht abgestürzt. Ich hoffe mal, dass die Aufnahme jetzt noch läuft. Das wäre natürlich ärgerlich. Ich könnte jetzt natürlich sagen, ich breche die Folge ab und mache doch nur eine 2-Spiel-Folge. Ist vielleicht besser. Aber ich bringe erstmal das Spiel zu Ende. Kwame Nsor kommt für Hofmann. Fröhlich lässt Hamling mit einer einfachen Körpertäuschung aussteigen, nimmt den Ball mit, stürmt in den Strafraum, zieht ab um Haaresbreite vorbei. Und wir gewinnen 3-0. Müssen wir da Strafe zahlen, aber das nehmen wir halt in Kauf. Ich habe jetzt wirklich die Befürchtung, dass die Aufnahme nicht mehr funktioniert nach diesem Black Screen.
Da ich nicht möchte, dass ich wieder komplett vier Spiele an einem Stück simulieren muss, falls diese Aufnahme jetzt wieder in die Fritten geht, beziehungsweise in den Müll geht. Deswegen werde ich mich jetzt spontan doch umentscheiden und das Saisonfinale aufsplitten. Also ich mache jetzt doch nach diesem Part schon Schluss. Wenn diese Aufnahme jetzt in den Müll geht, wird das niemand jemals erfahren. Dann gibt es vielleicht doch eine Folge mit vier Spielen. Ansonsten bitte ich um Verständnis, dass ich jetzt doch aufhöre. Am Tag darauf wird es dann auch die letzten beiden Spieltage geben, falls diese Aufnahme doch was geworden ist. Aber erstmal die Aufnahme beenden. Thomas Svetkauskas ist der Keeper des Spiels. Spiel bekommt die Note 4, ging so. Ihr müsst ja wissen, ich nehme das hier immer mit einem Programm auf, das nennt sich Free Screen to Video, weil das hier mit Fraps und Konsorten nicht so läuft. Und bisher bin ich mit dem Programm immer ganz gut gefahren, aber mittlerweile kennt man ja auch die Tücken des Programms so ein bisschen, deswegen habe ich halt Sorge, dass die Aufnahme jetzt nicht mehr läuft. Aber genug geschwafelt. Oh. Deutsche Meisterschaft, Fragezeichen. Das Fragezeichen. Wann wird immer kleiner, denn Bayern München verliert schon wieder. Sie hatten natürlich auch einen schweren Gegner mit Bayer Leverkusen, also die verlieren mit 0-1. Das heißt, wir sind nur noch 2 Punkte hinter dem ersten Platz. Und das ist in 2 Spielen natürlich auf jeden Fall aufzuholen. Wolfsburg spielt 1-1 gegen Werder Bremen. Eintracht Frankfurt gewinnt 2-1 gegen Schalke 04. Hansa Rostock gewinnt 5-2 gegen die bereits abgestiegenen Kölner. Kaiserslautern schlägt Regensburg im Abstiegskampf mit 2-2.